Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Peggy zu einer weiteren Folge von Night of the Dead. So, wir sind letztes Mal ja stehen geblieben hier beim Farmen. Und ja, genau, das Inventar ist voll. Wir werden noch ein bisschen weiter sammeln, weil wir wollen uns ja auf die Nacht wieder vorbereiten. Wir haben ja einiges hier errichtet unterdessen. Und jetzt gehe ich da mal schnell alles abladen, was wir nicht gebrauchen können. Das sind mal die Knochis hier, die brauchen wir zurzeit nicht. Dann haben wir noch ein bisschen Fleisch, da müssen wir noch schnell gucken, was wir mit dem machen. Oh ja, da gibt es doch noch einiges Zeugs. Haben wir noch Knochen irgendwo? Genau, da haben wir Wildschweinknochen, Bärenknochen, Wildschweinpilz, Bärenpilz, eieiei. Okay. Das sieht doch hier schon mal gut aus. Hier haben wir wirklich nur solche Sachen. Dann schauen wir hier. Da haben wir das noch zum Ablegen und das. Da haben wir Fleisch zum Verarbeiten. Dann haben wir das, was wir noch abgeben können. Und ich glaube, das war's dann auch mal im Endeffekt. Ja, wir könnten noch die Pilze hier abgeben. Ja, vielleicht noch Birnen und das Zeugs hier auch noch. So, na. Ist das noch in den Mund gekommen hier? Mein Mikro noch fast am Anknabbern. Gut, das hätte man hier. Haben wir immerhin wieder ein bisschen Platz. Wir gehen nochmals so zünftig farmen. Gerade, dass wir einfach genügend Sachen haben. Weil ihr seht, die Nacht bricht ein. Die Nacht bricht ein und oh, wir können hier noch den Rest nehmen von der Falle. Und könnten Sie... Kleines Fleisch brauchen wir da. Oh, okay. Können Sie leider nicht laden. Da brauchen wir noch Fleisch. Okay, gut. Dann gehen wir weiter und suchen uns da noch vielleicht ein bisschen Eisen, wenn wir das noch finden. Wir waren relativ weit nach unten gekommen. Wer ist jetzt da noch? Oh, da vorne hat es noch einen Fuchs da. Nein, ein Reh. Okay. Schauen, dass nicht wieder so ein Bär irgendwo auftaucht. Wir gehen da noch ein bisschen in die Höhe. Warte, ich mach mal schnell hier das Licht an. So, dann nehmen wir hier noch die Spitzhacke. Na, das ist, glaube ich, kein Eisen. Nein, das war hauptsächlich Stein. Das ist wahrscheinlich auch noch Stein, ne? Hä? Wenn wir das nicht abarbeiten? Nö. Das ist auch lustig. Das sind... Nee, das geht nicht. Okay. Okay, das geht dafür wieder. Ja, sehr schön. Weil wir sollten ja irgendwann dann auch mal... Geht mal ein bisschen mal weg hier vom Ganzen und dann... Okay, cool. Huh, wollten wir uns gerade noch ein bisschen retten. Ich habe schon was gehört, aber... Ja, sehr spät reagiert. Gut, jetzt müssen wir etwas knabbern hier. Wir haben ja da genügend zum Futtern. Vielleicht hier auch. So, da haben wir noch was. Das ist nur ein Fuchs, ja. Okay. Dem müssen wir nicht so Angst haben. Wird er bei 22 oder so, in Stunde 22 um angezeigt wird, denke ich, machen wir uns auf den Rückweg. Wir nehmen jetzt auch noch Stein mit.
noch Schießpulver. So. Jetzt gucken wir, ob es nochmals ein bisschen Eisen gibt. Und den Rest farmen wir dann unten. Aber ich glaube, das gehen wir sonst am Tag machen. Weil wenn wir jetzt eigentlich hier auch runtergehen würden, würden wir eigentlich auf unsere Base bald springen können, oder? Ah, nicht wirklich. Oh, wir sind da eigentlich... Ja, doch, eigentlich ja schon. Hä? Eigentlich müsste man... Dafür lande ich gerade bei schon einem schönen Eisenhaufen hier. Perfekt. Muss ich noch auf der Map gucken, wo ich da gelandet bin. Oh nice, das hoffentlich gibt das was hier. Zehn Eisen, 10, 3 Eisen, Erz, Kupfer. Okay. Aha. Gut, da kommen wir runter. Da können wir eben auch hier irgendwie mit den Zombies mal was anstellen, dass die da eigentlich dann wie runterfallen. Ja, weil bei mir macht sie auch Schaden. Gut, das heißt nicht, dass bei denen Schaden macht, das ist klar. So. Und wir holzen jetzt auch noch ein bisschen. Oh, ein Luftloch, hey. Ja, in der Nacht sieht man halt ein bisschen weniger weit, ne? Ausrede. Ja. Und natürlich die Sachen auch verbessern wäre cool. Ganz klar. Ich glaube, der Hammer ist sekundär. Ja, vielleicht doch nicht. Wenn man abreißen will, ist der Hammer doch wieder wichtig. Dass man vielleicht genügend Materialien zurückgewinnen kann. Aber Baumstämme, Äste, Blätter, das ist sicherlich gut. Gucken wir jetzt mal schnell, wie wir da noch daran sind. Ja, ja, da hat es noch. Da hat es noch Platz. Da hat es noch Platz. Ja, wieder ein Luftloch. So. Sieht relativ gut aus. Da hat es noch einen Baum. Wenn wir noch ein Pendel machen, dann kriegen wir nochmals 10 so Forschungsteile. Aber den haben wir. Ja, das ist schon gut. So, 21. Gleich müssen wir zur Base zurück. Und dann am nächsten Tag werden wir wirklich wieder ganz, ganz viel farmen müssen. Zuerst müssen wir aber dann die Nacht überstehen. Ja, das ist doch klar. Oh, schade, dass nicht beides gleichzeitig geht. Das wäre jetzt noch geil gewesen. Aber er kann ja nicht durchziehen. Das geht ja nicht. Ah, jetzt hat er. So, unsere Feuerstelle sieht man auch wunderbar. Oh, ich bin immer gespannt, ob er da so einen Vogel erwischt hat. Hä? Noch ein paar Blätter wären gut, dann können wir uns noch ein bisschen Stofffetzen herstellen auch. So, haben wir den da noch? Weil im Dunkeln, ja, ihr seht es ja selbst, man sieht halt wirklich nicht allzu viel. Wahrscheinlich zum Zuschauen noch viel mühsamer. So. Nur Bäume. Blätter, der sollte viel Blätter geben. Ja, es geht so. Samen gibt er. Ja, all das. Die kleinen Sachen hier. Ja, das ist wieder was Größeres. Nehmen wir auch mit. Wir sind ja relativ gut hier beim Craften. Ich würde am liebsten hier wirklich alles craften. Alles, was geht hier. Aber irgendwann müssen wir dann auch sagen, wir brauchen vielleicht nicht mehr Wärme. Wir müssen vielleicht mal weiterziehen.
Kann auch gut sein. Wir schauen. Wir schauen. Oh, Luftloch. Bin ich gespannt, was jetzt so an Zombie-Welle dann kommt. Ja, vielleicht erleben wir noch etwas. Jetzt mit drin noch ein Baum und dann hier den Stein und den anderen Stein noch und dann ist das eigentlich mal gut. Und die Spitzsache schon mal bereit machen. Ja, jetzt. Ja. Sehr gut. Kalkstein, Felsbrocken und Stein. Und wir haben die 22. Das heißt, wir gehen langsam zurück zur Base. Versuchen, gewisse Sachen noch aufzubauen. Komm, den nehmen wir noch schnell mit hier. Oh, halt. Hä? Ah, eben. Dachte ich doch. So, schön, nehmen wir noch mit hier. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. Da ist noch ein Baum. Den nehmen wir noch mit. Weil der darf nicht da sein. Jetzt nochmals was. Hi! Beim Zurückgehen finde ich noch Sachen, was ich nicht gemacht habe. So, mal schnell schauen. Nein, da kann ich natürlich noch nichts tun. Oh, ein Fuchs ist noch uns in die Falle gegangen. Ja, nice. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Machen gleich ein Load hier wieder. Oh, Fuchsfetttierdamm. Ah, schade. Naja, gut. Wir können den aber wieder aufstellen. Hä? Take it kann ich nicht machen. Ah. Schnell alles abladen. Huch. Bei Tieren löst es nicht aus, hä? Naja, gut. Hier schnell. Das Tier. Wo war's? Was ist Fleisch? Mache aber. Was brauche ich denn? Ich brauche kleines Fleisch, oder? Gutes Fleisch. Joa. Nimm den auch noch schnell mit hier. Geh nochmals raus, noch den Rest abholen. Und dann bleiben wir eigentlich in der Base. Hä? Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt haben wir schon bald 23.00 da. Take it all. Und dann machen wir einen Reload. Kleines Fleisch, sehr gut. Da können wir die Falle auch wieder reaktivieren. Nice. Gut, das hätten wir noch ganz knapp hingekriegt. Jetzt, wir könnten... Ja, wir könnten natürlich das hier upgraden. Ne? Das ist ganz klar. Machen wir natürlich einen Draht, ist auch logisch. Das können wir auch upgraden. Da brauchen wir Nagel, Ziegel, bearbeiteter Stein. So Sachen müssen wir jetzt auch noch schnell machen. Bevor es dann hier zur Sache geht. So, Schweinehaut, okay. Den Rest behalten wir mal so schnell grob. Pilze kann ich noch abgeben, Orangen kann ich noch verstauen. Ich glaube, ah, da hat's noch was. Der Rest sollte soweit IO sein. Gut, dann craften wir hier noch ein bisschen. Wir brauchen bearbeiteter Stein. Machen wir mal Zement und auch Ziegel. Hä? So, gucken wir, dass wir uns ein paar Sachen hier verstärken können, dass sie uns da nicht alles zerstören. Ah, Nägel, genau, Nägel brauchen wir noch. Nägel können wir, glaube ich, dann hier machen. Ja. So. Und dann starten wir mal mit dem Update von der Treppe. Dann das Upgrade hier. Und dann schaue ich, dass ich auch das Upgrade hier machen kann. Na? Ja, geht. Okay. Nicht, dass mir dann der ganze Untergrund hier noch zusammenbricht. Hä? Ich weiß ja nicht, wie sich der... Oh, jetzt habe ich schon wieder keine Ziegel mehr. Joa, du, jetzt wird es dann aber noch ein bisschen eng. Hä?
Paar Steine hätte man ein bisschen mehr machen müssen. Das hier und vielleicht. Na? So. Ja gut, okay. Machen wir hier auch noch. Oh, jetzt haben wir keinen bearbeiteten Stein noch. Okay. Und auch der hier. Okay, bearbeiteter Stein muss ich noch ein bisschen haben. Ja. Es wird langsam knapp hier. Und der da noch. Ah, jetzt haben wir keine Ziegel. Ja, noch ein bisschen Ziegel. Das heißt, wir können uns nicht mehr viel leisten. So. Aber so haben wir immerhin mal das Grundgerüst hier ein bisschen verbessert. Da fehlt Draht, hä? Draht, das wäre dann noch was. Und hier, oh ja, der da noch. Sicher ist sicher. So, jetzt, ich bin mal gespannt, hä, ob das so alles ein bisschen hinhaut. So, die Tür machen wir mal zu, weil jetzt können wir eh nichts mehr machen. Jetzt kommt dann eh irgendwann der Angriff. Wir haben 23:00. So. Ich würde mal sagen, wir gehen mal noch schnell nach oben. Ist hier was? Namen. T. Naja, gut. Craften. Was können wir? Wir können Eier machen. Zwei Stück. Wir können Fleisch machen. Okay, immerhin. Das ist ja schon mal gut. Okay, Eier können wir gleich mal noch knabbern hier. Das kann ich, kann man mit Eiern hier hinten noch was machen? Zurzeit nicht. Wenn wir das erweitern wollen. Okay, machen wir anderes Zeug. Upgrade. Wenn wir den noch upgraden, das können wir noch tun. Ist nicht so wichtig. Aber, da brauche ich noch Ziegel 2. Komm, den muss ich jetzt noch schnell hinbringen. Zwei Ziegel. Kann ich immerhin, dass es nicht zusammenbricht. Na komm. Der braucht nochmals 2. Habe ich aber nicht mehr. Ein Stein irgendwo schnell. Löst halt nicht aus, hä? Gott sei Dank noch ganz schnell. Was? Nein, ich will nicht. Genau. Kommen schon Wölfe, hä? Waren es vorhin nicht nur einfach Hund? Ne, ist egal. Der uns natürlich noch ein bisschen was. Da greifen sie nicht an, hä? Haben wir jetzt auch gerade gemerkt. Das ist denen egal. Gut, machen wir wieder zu. Was? Überall Schaden genommen jetzt gerade? Ja, echt jetzt. Naja. Was machen wir da noch? Schnell schauen wegen dem Verarbeiten. Ja. Fleisch. Das konnte man noch machen. So, so. Pilze nehmen wir dann noch gleich ein und dann haben wir noch
da diese Sachen, Wolfsknochen, und das packen wir dahin. So, also, wie sieht's aus, wenn wir mit Pfeilen arbeiten? Haha, ja. Mit Pfeilen ist schon mal nicht gut, aber wir könnten auch mit der Armbrust. Wir können natürlich auch mit der Armbrust hier arbeiten. Bolzen. Ja? 110? Ja, mal gespannt. Mal gespannt. Können wir so ein bisschen unterstützen. Ja, was brauchen wir denn momentan? Gerade nichts, hä? Zum Aufbauen natürlich nachher wieder. So, jetzt Achtung, die Welle startet. Gerade die Meldung bekommen. Wir brauchen nachher nochmals ein Pendel, Villa, hä? Wir würden nochmals ein Pendel bauen. Oder wir könnten natürlich dann auch hier Stofffetzen, Material hier. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier an Stoff alles haben. Ja, nicht so viel. So, aber wir machen es uns jetzt mal ein bisschen gemütlich hier. Jetzt bin ich gar nicht sicher. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Shit. Ja, und jetzt das Problem. Oh nein. Das Problem. Hab ich missgebaut. Oh oh. Die kommen aber lange nicht, hä? Aber wenn, dann kommt die ganze Meute wahrscheinlich, hä? Joa, jetzt hatte ich aber Glück, du. Aber, ihr seht, da habe ich noch ein Problem. Da muss ich noch irgendwie eine Treppe bauen. Da muss ich noch irgendwie eine Treppe bauen. Damit ich eine bessere Übersicht kriege. Und vielleicht auch noch einen Übergang hier. Ich mache, glaube ich, hier mal noch. Also irgendjemand? Ah, jetzt. Ich musste die nur locken, hä? Okay. Wow. Joa. Also ich in der Zwischenzeit, wir lassen das jetzt einfach mal ein bisschen so rumstehen. Wir brauchen ein Seil, wir brauchen Holzbrett und wir brauchen diese Holzpfähle. Seil ist eigentlich dann relativ schnell gemacht, gell? Jetzt muss ich einfach schauen, dass die. Ja, allzu viel können wir hier eh nicht machen. Außer warten. So. So, aber nach oben kommt nichts. Ah doch, jetzt. Aber das ist zu hoch, hä? Oder kann ich das? Warte mal. Nee, das geht nicht. Da brauche ich wirklich eine Treppe runter dann auch. Gut, das machen wir. Hier zumachen? Ich weiß es nicht so genau. Weiß ich noch nicht, aber eine Treppe habe ich noch gesagt. Ah, eine Brücke hätte man natürlich auch machen können. Hä? Ah!
eine Brücke hätte man machen können. Jua. Ja. Das wäre vielleicht hier noch eine Option. Ja, also eigentlich müsste ja... Ja gut, das klappt dann nicht mehr. Das ist auch gut so. Ich muss ja... Das Ding ist ja nur... Oh, ich muss ja wieder mal laden. Weißt du, das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist ja, ich muss irgendwie hinten laden können. Und das ist zurzeit mein Problem. Hä? Ich weiß, ich höre nicht so genau, wo sie durch wollen. Ja, momentan noch ein Rätsel. Was ich machen kann, ist... Was? Nein. Oh, die haben hier einen Durchgang gefunden. Meine Herren, da muss ich jetzt auch... Das ist mein Ausweg. Ich dachte, das geht. Nee, der läuft da einfach mal frisch vor. Gott sei Dank ist der nicht in die Nähe gekommen. Wow, du. Nee, das geht gar nicht hier hinten. Ja, macht er mir doch einfach die Tür zu. Bam. Okay, T und R. Ich... Alles kurz reparieren hier. Aber klappt gar nicht so schlecht. Also ich bin... Ja, es geht sicherlich noch ein bisschen besser. Aber ich bin zufrieden. Ich bin bis jetzt zufrieden. Ich werde hier alles voller Fallen stehen. Ja, das könnt ihr mir glauben. Das hier wird ein Eingang werden, da kommen die nicht mehr durch. Da kommen die nicht mehr durch. Das werde ich so voller Elemente bauen, dass wenn sie die erste Wall durchbrochen haben, dass dann die nächste kommen. Also die können hier einfach frisch fröhlich durchrennen und werden dann die ganze Zeit einfach zerhackt. Ich hätte jetzt lieber nichts gesagt. Durchbrochen. Nein, tut mir leid. Wir haben eine Wall durchbrochen. Ah, das ist die eine Schräge hier. Okay, vielleicht muss ich auch zwei Walls da machen. Ich habe Angst, dass sie die jetzt da darüber tölpen können. So, wann ist das Ding vorbei? Noch lange nicht, hä? Wir sind leider über der Zeit. Ja, wir werden hier schnell einen Stopp machen und beim nächsten Mal machen wir noch den restlichen oder den Abschluss dieser Welle. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Bleibt dran und beim nächsten Mal wissen wir, ja, ob noch mal ein bisschen mehr kommen und ob wir überhaupt dann noch leben. Also ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, hoffe, hat euch Spaß gemacht. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye.